Guten Tag! In diesem Video erklären wir, wie Volume Journal funktioniert und wofür man es braucht. Volume Journal wird beim Preissuchen mit maximalem Volumen in ausgewählten Zeitraum benutzt. Betrachten wir zum Beispiel die Funktion von Futures in S&P. Wählen wir Ticker, den Zeitraum, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder den ganzen Vertrag, die laufende Session, das Datum, und klicken wir Apply. Also, was bedeuten diese Zahlen und wie man sie richtig interpretieren muss? Erklären wir dies zu jeder Spalte. In der Spalte Volume bekommen wir gehandeltes Volumen zum bestimmten Preis, bis dieser Preis zum Preis mit Maximalvolumen wurde. Hier zum Beispiel ist das der Preis 35,75. Vom Anfang der Trading Session bis 10.41 Uhr nach Chicago wurden 11.010 Verträge gehandelt. In der Spalte Now Volume sehen wir das Gesamtvolumen, das mit diesem Preismoment angehandelt wurde. Hören wir noch ein Beispiel dazu. Der Preis 37,90. Um 10.10 Uhr wurden für diesen Preis 9.290 Verträge gehandelt. Dieses Volumen war größer als das vorige mit dem Preis 37,95 und wurde zum Preis mit Maximalvolumen. Aber nach 14 Minuten mit dem Preis 37,58 wurden 9.536 Verträge gehandelt und das heißt, dass jetzt dieser Preis zum Preis mit Maximalvolumen wurde. Und Moment an wurden für diesen Preis vom Sessionsanfang schon 10.435 Verträge gehandelt. Gehen wir zu anderen Spalten. Now Delta Type Direct ist Gesamtdelta für diesen Preis, die nach der Tickrichtung ausgerechnet wurde. Now Delta Aggressor ist Gesamtdelta für diesen Preis, die nach dem Vereinbarungsinitiator ausgerechnet wurde. Der Unterschied zwischen diesen zwei Delta-Typen sind in dem Artikel beschrieben. Den Link finden Sie unter dem Video. Jeden Preis aus Volume Journal können wir kopieren und auf die Grafik hinzufügen. Klicken wir mit der rechten Maustaste und wählen wir Copy Line oder klicken wir Ctrl-C. Fügen wir den Preis auf die Grafik hinzu. Setup, Lines, Paste oder Ctrl-P. Wählen wir die Farbe der Linie, den Text, das Maximalvolumen des Tages aus. Auf der Seitenkiste RAM sehen wir, dass der Maximalpreis des Tages und das Datum passen. Jetzt versuchen wir, das Maximalvolumen der vorigen Woche zu finden. Wählen wir den Wochenzeitraum, das Datum aus und klicken wir Apply. In der Spalte Volume können wir die Bedeutung filtern. Wir sehen unseren Preis mit Maximalvolumen, kopieren wir ihn. Um den Preis zu prüfen, laden wir die Grafik der vorigen Woche herunter. Fügen wir den Preis zur Grafik hinzu, wählen wir die Farbe aus, zum Beispiel grün, unterschreiben wir die Linie und in der Seitenhistogramm sehen wir, dass der Preis und das Datum passen. Genauso können wir Maximalvolumen des Monats und des Vertrags finden. Schließlich betrachten wir Setup-Menü. Da können wir zu jeder Spalte Filtern auswählen, zum Beispiel Volumenbedeutung über 30.000. Dann wird die gesuchte Bedeutung gezeigt. Das wäre alles. Wenn Ihnen etwas unklar bleibt, hilft unsere technische Unterstützung. Die Kontakte sind in der Beschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.